Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute mal ein paar richtig leckere Gyros-Brötchen machen. Wie das geht und was wir brauchen, das seht ihr jetzt. Die genauen Mengen und das Rezept findet ihr natürlich wie immer ausführlich unten in der Videobeschreibung. Hier stehen die Zutaten, die schauen wir uns jetzt an. Heute benötigen wir, das habe ich hier so ein bisschen unterteilt, einmal Kategorie Fleisch. Da habe ich hier einmal geschnetzeltes und ein selbstgemischtes Gyrosgewürz. Auch das Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir eine Knoblauchcreme. Da habe ich hier einmal Frischkäse. Dann haben wir hier griechischen Joghurt. Das hier ist Creme Fraiche. Ein bisschen Salz brauchen wir, ein bisschen Oregano und ein bisschen Pfeffer und natürlich eine Knoblauchzehe. Dann für unseren Brötchenteig habe ich hier einmal Wasser, Mehl, ein bisschen Olivenöl, Hefe, Zucker und Salz. Und bevor wir uns jetzt um das Fleisch und um die Knoblauchcreme kümmern, müssen wir erstmal unseren Teig machen, denn der muss eine ganze Weile gehen. Dazu nehme ich mir hier das lauwarme Wasser, werde da schon mal den Zucker reingeben. Und dann bröseln wir uns hier die Hefe da rein. Am besten ist, wenn ihr das so fein wie möglich macht. Das war recht fein. Dann nehmen wir uns hier so einen kleinen Schneebesen, rühren das Ganze auf, dass sich die Hefe gescheit auflösen kann. Und der Zucker ist einfach nur Futter für die Hefe. Und dann können wir hier unser Wasser-Hefe-Zucker-Gemisch beiseite stellen. Warten, bis so ein richtiger Schaumpelz drauf ist, und dann geht es weiter. Dann im nächsten Schritt nehmen wir hier unser Salz, geben das schon mal zum Mehl. Dasselbe machen wir mit dem Olivenöl. Dazu kommt dann unsere Hefe-Wassermischung. Und dann nehmen wir das Ganze jetzt, gehen damit an die Küchenmaschine und lassen das gute 10 Minuten kneten. 10 Minuten sind rum, unser Teig, der schaut jetzt hier so aus. Und ich hoffe, man kann es gescheit sehen hier, das ist nicht so ein nasser Teig, wie es normalerweise bei so einem Hefeteig ist. Den werden wir jetzt erstmal nehmen, abdecken, an einen warmen Ort stellen und dann 90 Minuten gehen lassen. Und in der Zeit, die der Teig jetzt geht, haben wir natürlich genug Zeit, um uns um die anderen Sachen zu kümmern. Da werden wir jetzt hier mit dem Fleisch anfangen. Dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl. Geben das da drüber. Nach dem Öl geben wir dann hier was von unserem Gyros-Gewürz dazu. Und dann brauchen wir das Ganze eigentlich nur gut miteinander vermengen. Wer Lust hat, kann auch fertiges Geschnetzeltes nehmen, was schon vorab gewürzt ist. Aber selber würzen finde ich immer so ein bisschen geiler. Somit ist dann auch unser Fleisch fertig. Das nehmen wir dann jetzt, stellen es beiseite, dass die Kräuter und Gewürze so ein bisschen einziehen können. Denn wir braten das gleich schon an, deswegen Kühlschrank brauchen wir es gar nicht mehr stellen. Wir stellen es einfach nur geschützt beiseite, dass das gut durchziehen kann. Und damit das noch so ein bisschen Zeit zum Durchziehen hat, machen wir uns jetzt an unsere Creme. Für die Creme nehmen wir uns dann hier unseren griechischen Joghurt. Geben den in so eine Schüssel rein. Dazu kommt dann gleich die Creme Fraiche. Der Frischkäse. Dann der Pfeffer. Salz. Oregano. Dann haben wir hier jetzt noch unseren Knoblauch. Den brauchen wir einfach nur schälen. Und nachdem wir den dann geschält haben, schneiden wir uns den einfach hier in solche groben Stücke. Dann kommt wieder unser Küchenmoped zum Einsatz, denn der sollte nach Möglichkeit richtig fein sein. Wer Bock drauf hat, kann auch reinpressen bzw. mit dem Messer fein hacken. Aber wenn man schon mal so ein Gerät hier hat, dann kann man es auch nutzen.
Wenn er dann jetzt so hier aussieht, reicht uns das. Dann holen wir uns den Rest wieder herbei, geben den dazu. Und dann müssen wir das Ganze einfach nur gut miteinander vermengen. So, und nachdem wir das dann jetzt hier richtig schön glatt gezogen haben, ist unsere Paste auch fertig, beziehungsweise Creme. Jetzt nehme ich nochmal einen Löffel hier. Probiere und jo, das ist perfekt so, das können wir so lassen. Die werde ich dann jetzt nehmen, aber in den Kühlschrank stellen, dass sie noch so ein bisschen durchziehen kann, bis wir sie nachher wieder brauchen. Ich werde jetzt im Hintergrund den Grill rausholen und da sehen wir uns wieder. Da sind wir dann auch schon am Grill. Ich nutze heute wieder den Gasgrill. Dabei handelt es sich um den Charbroil 3500 Professional in der Black Edition. Wir müssen jetzt erstmal unser Fleisch anbraten. Dazu starten wir hier unseren Seitenkocher. Da geben wir dann unsere Gusspfanne drauf. Die lassen wir dann jetzt erstmal heiß werden. Können aber schon mal das Öl dazu tun. Und ob das Öl jetzt heiß genug ist, seht ihr da dran, wenn ihr hier so einen Holzlöffel nehmt, haltet den hier rein. Und wenn das so wie hier anfängt zu blubbern, ist das okay. Dann nehmen wir uns unser Fleisch, nehmen uns immer mal so eine Kelle hier und werden das jetzt portionsweise scharf anbraten. Dann werden wir das Ganze jetzt einmal verrühren. Wenn das dann für euch die gewünschten Röstaromen hat, so wie ihr das haben möchtet, nehmt das raus, bratet den ganzen anderen Rest an, so wie ich das jetzt auch mache, und dann sehen wir uns gleich wieder. Auch das Fleisch ist fertig angebraten. Damit werden wir uns jetzt nach oben machen, lassen das noch ein bisschen abkühlen, warten auf den Teig und dann geht's weiter. Mittlerweile ist dann auch unser Teig fertig gegangen. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen Mehl auf das Brett machen. Dann werden wir uns den mal hier rausholen. Wenn er dann hier liegt, machen wir uns hier auch noch ein bisschen Mehl drüber. Und dann kneten wir den noch einmal von Hand durch. Jetzt, wo wir das gemacht haben, nehmen wir uns dann hier unseren Schlesinger, machen uns hier so ein Stückchen ab. Den Rest zurück. Machen wir uns das hier zu einer Kugel. Dann nehmen wir uns hier so einen Teigroller und rollen den schön gleichmäßig in alle Richtungen glatt aus. Achtet darauf, dass der Teig nicht zu dünn wird, weil sonst gibt es Probleme mit der Füllung. Auf jeden Fall werde ich den jetzt hier so schön ausrollen. Dann gucken wir uns den gleich noch mal an. Wenn das Ganze dann so hier ausschaut, ist das optimal. Da werden wir dann als nächstes hier unsere Creme nehmen. Machen uns großzügig was da drauf. Kann ruhig über die ganze Fläche sein, das ist gar nicht schlimm. Dann geben wir was von dem Fleisch drüber. Das machen wir hier nur auf eine Hälfte. Dann als nächstes nehmen wir unsere Hälfte, klappen die so hier um, drücken uns die hier auf der einen Seite richtig schön an, dass wir hier quasi solche Fladen haben. Das schickt dann auch vollkommen aus, wenn das so hier aussieht. Dann legen wir die beiseite, machen die anderen und dann gucken wir sie uns nochmal an. Dann ist auch das erledigt. Unsere Brötchen schauen hier jetzt so aus. Insgesamt sind es 10 Stück geworden. Das schafft er mit der Menge, die unten in der Videobeschreibung steht. Die können wir jetzt hier so liegen lassen. Die können noch ein bisschen gehen und in der Zeit werden wir den Grill starten.
Da werden wir dann auch wieder am Grill nutzen, werden wir natürlich dann dafür auch den Gasgrill. Dann habe ich hier noch ein bisschen neues Zubehör zu dem Grill. Das ist einmal der Pizzastein von denen. Den geben wir schon mal rein. Schön mittig. Dabei ist dann auch gleich noch hier so ein Holzschieber. Die finde ich persönlich besser als die aus Metall, weil hier haftet die Pizza etc. dann nicht so drauf, wie als wenn wir jetzt diesen Metallschieber nehmen müssen. Finde ich auch ganz super. Dann machen wir den linken Brenner an. Starten den, dann den rechten. Jetzt sind sie gezündet. Dann machen wir zu, lassen den auf Temperatur kommen. Haben möchte ich da so 170 bis 200 Grad, mehr nicht. Und derzeit können unsere Teiglinge bzw. unsere Brötchen oben gehen. Und gleich geht es dann weiter. Der Grill hat seine Temperatur erreicht. Jetzt können wir auflegen. Dann werden wir uns hier unsere Brote nehmen. Werden jetzt sie dann hier schön auf unseren Pizzastein geben. Und seht ihr, ohne dass ich jetzt hier Grieß oder sonst was dran habe, kriege ich die ohne Probleme da drauf. Gucken, wie viel wir hinkriegen. So, das sollte dann auch genügen. Dann machen wir zu. Und den geben wir jetzt eine Viertelstunde bis 20 Minuten, bis sie halt die gewünschte Bräunung haben. Und dann können wir auch schon essen. 25 Minuten sind rum, wir stehen am Tisch. Unsere Gyrosbrötchen schauen jetzt so hier aus. Farblich seht ihr, megamäßig. Wenn ich jetzt so hier fühle, sind sie auch noch fluffig. Sind auch nicht verbrannt. Hier oben ist zwar ein bisschen dunkler, ist auch aufgegangen, weil hier der Teig zu dünn war. Aber es hilft nichts. Wir nehmen jetzt das Messer, schneiden das hier mal an. So schaut das Ganze dann von innen aus. Aber wir werden jetzt probieren. Hier habe ich ein Stück. Das Schöne ist, wenn wir noch ein bisschen was von der Pasta haben bzw. Creme, können wir das schön reinditschen. Trotzdem muss ich pusten. Das Ding ist nämlich noch knalleheiß. Boah, ist das geil. Und das war jetzt nur Brot mit Creme, ohne Fleisch. Zum Fleisch kommen wir jetzt. Oh. Hm. Also Gyros ist ja an sich schon schweinegeil. Dann aber mit so einer Brotverpackung hier und der Paste drinne, das ist eine Kombo, die ist einfach nur schweinegeil. Die Paste gibt dem Brot von innen nochmal richtig, ja, Feuchtigkeit will ich mal nicht so sagen, sondern ja, es ist feucht, sage ich mal, dadurch, geschmacklich aber megamäßig, es ist nicht furztrocken. Das Fleisch auch einfach nur schweinegeil, wie ihr euer Gyros macht. Es bleibt natürlich euch überlassen. Jeder hat da ja seine Gewürzmischung bzw. kauft das bei seinem Metzger. Aber so in der Version ist das richtig geil für Partys. Macht die Brote, halbiert die so wie hier. Man kann schön titschen, dann einfach essen. Und das werden wir jetzt tun, essen und gleich kommen wir nochmal zum Endfazit. Alter, ist das geil, probier das mal. Dann haben wir mittlerweile alle gegessen, alle waren mal wieder begeistert. Meine Frau hat mich gerade eben auch nochmal verbessert, das ist nicht feucht, es heißt, jetzt komme ich schon wieder nicht drauf, saftig, verdammt Joche, jetzt haben wir es. Es ist schön saftig innen drin, geschmacklich, wie gesagt, megamäßig, die Kombo aus unserer Paste und dem Gyros, einfach nur megamäßig mit dem Brot drumherum, spitze. Man kann, wie gesagt, reintunken, titschen, könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Man kann es auch erweitern, ihr könnt Käse mit reinpacken, ihr könnt hinterher Käse oben drauf machen. Das macht dann natürlich individuell, wie ihr das möchtet. So, dann wären wir für heute durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, dann natürlich auch fleißig kommentieren. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf, da draufklicken, Glocke aktivieren, kein Video mehr verpassen. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao.